Action, ja. Also, wir sind mal wieder bei unserem Lieblingswohnmobilverkäufer, der einzige, den wir haben. Und das ist der Herr Lars Wendisch hier in Frankfurt an der Oder. Hallo. Und wir machen mal ein kurzes Interview mit ihm wegen Solaranlage, weil wir das eventuell auch ins Auge fassen möchten, uns eine installieren zu lassen auf dem Auto. Aber gucken wir mal, was er dazu zu sagen hat. Fangen wir mal damit an, würde das bei unserem kleinen Auto überhaupt gehen? Ja, grundsätzlich, wenn ich genug Dachfläche zur Verfügung habe und dort eine Solaranlage aufbauen kann, geht das. Hängt natürlich von der Größe ab, das müsste man dann ausmessen. Mhm. Was steht uns noch zur Verfügung? Ich glaube, Fernseher habt ihr auch mit drin. Ja, also das heißt, ein bisschen Platz geht durch die Antenne und Fenster weg. Aber grundsätzlich ist das möglich. Im Normalfall haben wir bis jetzt noch irgendwo immer eine Solaranlage unterwegs. Ja, die... Da gibt es ja bestimmt von Flächen her leistungsmäßig umso größer, umso mehr Leistung. Nicht zwangsläufig, das hängt natürlich auch von der Bauform der Solaranlage und von der Qualität der verbauten Lithiumscheiben ab. Grundsätzlich kann man auch kleine Platten mit einer großen Leistung kriegen, genau wie man große Platten auch mit einer in Anführungsstrichen relativ kleinen Leistung haben kann. Mhm. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr jetzt in eurem Fahrzeug so rund eine 100 Amperestunden Batterie habt. Und das weiß ich noch nicht mehr. Nein, ich gehe davon aus. Und dann sollte man wenigstens 20%, also die Solaranlage immer 20% mehr nehmen, als die Batterie ist, damit die auch dementsprechend auch nachgeladen und auch vollgeladen werden können. Ja. Und gut, jetzt das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, es kostet ja was. Ja. Du kriegst ja nichts geschenkt heutzutage und eine Solaranlage schon mal gar nicht, nehme ich an. Wir haben uns auf Euro spezialisiert als Gegenleistung dafür. Oh, okay, ja, okay. Dann jetzt für unser kleines Auto, was müsste ich denn rechnen? Also ich sag mal, so eine grobe Faustregel, wobei das wirklich auch von der Qualität der Anlage abhängt, kann man sagen, pro Watt Peak, also sag ich mal, 120 hatten wir jetzt gerade, ne, 120 WP, pro 1 Watt Peak 10 Euro, dann kommen wir da so ungefähr hin, inklusive Montage. Wobei das unter Umständen auch teurer oder auch günstiger sein kann, aber das ist so ein Mittelwert, den man hat. Das hängt dann wirklich von der Qualität der verbauten Platten und des Materials ab, Regler etc. pp. Und natürlich auch von der Aufwendigkeit her. Ne? Ja. Also wenn ich eben ein Kabel irgendwo durch das ganze Fahrzeug ziehen muss, dann brauche ich da eben wesentlich länger, als wenn ich eben bloß gerade runtergehen muss und bin auf der Batterie rauf. Also das ist immer eine Kombination. Aber so in der Faustregel kann man sagen, wenn ich 120 habe, sind es 1200 und wenn ich eine 200 da habe, dann sind das in rund 2000 Euro. Ja. Aber alles eben plus minus unter dem. Ich muss mal sagen, wir reden jetzt hier mit dem Blinden von der Farbe. Watt Peak, nehme ich mal an, so meine Englischkenntnisse. Watt Peak ist normale Spitzenleistung. Genau, also diese Spitzenleistung ist rein theoretisch, ist ein Laborwert. Und diesen Laborwert kann man mit 99% der Sicherheit erreichen. Mittags um 12 ohne Wolken am Äquator. Bin ich selten, also gehen wir mal davon aus, dass es so nicht sein wird. Kauft man dann entsprechend die Anlage? Deswegen sage ich ja immer 20% mehr, weil in unseren Breitengraden kann ich 20% ungefähr von dieser Solaranlage, von dieser Leistung schon abziehen. Jetzt hatten wir uns ja vor einiger Zeit Brennstoffzelle und da sagten sie ja, also in Kombination mit einer bestimmten Batterie macht das am meisten Sinn, eine Brennstoffzelle. Ist das bei der Solaranlage genauso, dass man sagt, mit der Art von Batterie macht das am meisten Sinn? Klar, oder? Also wir können ja davon ausgehen, dass Strom beim Wohnmobil nicht wirklich aus der Steckdose kommt, auch wenn da eine Steckdose drin ist. Also wenn ich jetzt autark stehe, heißt also, das hängt maßgeblich auch von der Leistung der Batterie ab. Das heißt also, halt eine große Batterie, halt natürlich mehr Energie zur Verfügung, die ich auch abrufen kann, als eben bei einer kleinen Batterie. Und sag ich mal, wenn ich, wie damals auch angesprochen habe, so eine Lithium-Batterie nehme, die
Superbeat zum Beispiel, die dementsprechend viel Energie zur Verfügung stellt, weil ich die eben auch zu 100% abrufen kann, dann ist natürlich eine Solaranlage oder eine Brennstoffzelle und oder eine Brennstoffzelle, kann man ja auch sagen, natürlich die ideale Ergänzung, dass ich relativ autark bin. Dann ja. Sage okay, mit einer 120er Solaranlage, man kann auch 200 drauf machen. Rechnen wir mal 200 durch minus 20% sind wir bei 160, 160 durch 12, 120, 40, 36, da sind wir bei rund 13 Ampere, die Anlage dann rinbringt. Das heißt also, da kann ich abends schon ganz schön lange Fernsehen gucken und die Anlage ist relativ schnell wieder geladen, weil ich eben zur Folge habe, ich kann eben, sollte eben, wenn ich jetzt Handys lade oder Laptop lade oder sowas, das sollte ich eben dann am Tage machen, weil die Batterie ja immer durch die Solaranlage wieder nach geladen wird. Bei einer Brennstoffzelle ist es anders. Die Brennstoffzelle, der ist es egal, ob die Sonne scheint oder nicht. Ja. Die bringt immer ihren Strom. Dann kann ich das meinetwegen auch nachts laden. Also man muss in der Energieausbeute in so einem Reisemobil natürlich umdenken. Das ist nicht wie zu Hause. Ich mache den Schalter an, Licht geht an. Im Normalfall ist das hier auch der Fall. Kann aber auch sein, dass der dann relativ schnell ausgeht, wenn ich eben meine Batterie nicht dementsprechend lade oder mit Energie wieder versorge, egal ob jetzt über eine Solaranlage, eine Brennstoffzelle oder eben auch extern über Strom, was ja auch die Möglichkeit ist, dann ist die eben irgendwann alle, das ist normal. Halt so. Das ist normal. Vom Energieerhaltungssystem. Sagen wir mal, die Vor- und Nachteile zwischen Brennstoffzelle und Solar, würde ich sagen, Brennstoffzelle, du bist unabhängiger von allem. Du kannst, das Ding läuft und es das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist, ich brauche eben immer ein Medium, in dem Fall Methanol, was eben dann über diese chemischen Verbindungen, die wir ja schon besprochen haben, eben dort den Strom erzeugt, um die Batterie zu laden. Wenn die Sonne scheint, ist das mit einer Solaranlage relativ unproblematisch. Ja. Ich muss gar nichts machen, ich brauche keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien. Die Batterie wird geladen und dann ist gut. Vorteil, Solaranlage ist günstiger, oder? Deutlich günstiger. Ja. Also wenn ich jetzt, hatten wir jetzt das Beispiel 120, ne? Pi mal Daumen 1.200 €, Brennstoffzelle mit, also in der Größenordnung, was eine 120er Solaranlage an Leistung drinbringen kann, zu dem, was eine Brennstoffzelle, da sind wir bei der Brennstoffzelle bei 5.490, die 8 Ampere bringt, und eine Solaranlage mit 120 WP kann auch 8 Ampere bringen. Ja. Also da liegt, glaube ich, eine kleine Preisdifferenz. Ja, dazwischen, schöner Urlaub. Also man kann dann wirklich schon sagen, eine Lithiumbatterie und auch in Verbindung mit einer vernünftigen Solaranlage, das denke ich mal fast genauso effektiv. Es ist nichts für Wintercamper, weil im Winter habe ich relativ wenig Sonnenstunden, unter Umständen Schnee auf der Solarzelle, dann kommt natürlich auch kein Strom drin. Ne? Da macht sich dann natürlich eine Brennstoffzelle deutlich besser. Wie ist besser. Das denn, wie empfindlich sind diese Dinger denn? Weil wir hatten jetzt zum Beispiel reichlich Schnee auf dem Auto zweimal. Spielt keine Rolle. Und haben das dann solange wie nicht Hühnereier, große Hagelkörner runterkommen. Aber ich kann da mit so einem Schneeschieber drüber gehen, das macht nichts. Das spielt keine Rolle. Ich würde es mit einem Handfeger machen, nicht unbedingt mit einem Schneeschieber, um die nicht zu zerkratzen. Aber oder ein Besen geht auch. Nee, da ging da nicht mehr. Wir reden von so Schnee auf dem Auto. Das war, na gut, dann erstmal ein Stück runter. Was wollte ich noch? Ach so, ja, wenn ich das Teil installieren lassen will, wie lange muss ich rechnen von der Zeit her? Also wir machen es immer so, dass das Fahrzeug wenigstens über Nacht bei uns steht, weil die Solaranlagen geklebt werden auf den Dächern und das muss ausgasen, der Klebstoff muss richtig abbinden. Der Hersteller sagt zwar, nach 2 Stunden ist das soweit belastbar, aber wir sagen immer, okay, also wenigstens über Nacht da stehen, dass er 12 Stunden stehen kann, dann ist der durchgehärtet und dann ist gut. Okay. Und das wäre an sich das, was für mich jetzt interessant war, weil ich wollte mal wissen, auf wie viel ich da so mal spekulieren muss. Und also wenn ihr euch interessiert für Solaranlagen, Einbau. Bei Wendisch BS in Frankfurt oder Fürstenwalder Poststraße 102. Kann ich sogar Telefon 0335 400 2222. Nicht vergessen, am Wochenende vom 6. und 7. April haben wir unser Frühlingsfest. Sind alle ganz herzlich willkommen, sich auch Angebote für Solaranlagen, Brennstoffzelle oder andere Zeugs zu machen zu lassen, wenn sie Lust haben oder auch einfach nur Wohnmobile angucken. Ja.
Davon haben wir noch zwei, Autos, drei. Ja, da. Sind ein paar schöne Autos dabei, ja. Ja. Im nächsten Leben passe ich in der Schule besser auf, dann kann ich mir das auch leisten. Ja, aber du weißt doch, wie man als Wohnmobilhändler zu einem kleinen Vermögen kommt. Ja, mit einem großen Anfang. Genau. So, falls das noch keiner gesagt hat, das ist natürlich eine Dauerwerbesendung. Dann bedanke ich mich erstmal bei dem Lars Wendisch für die Auskunft. Von sparhandy.de. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht und mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau, Fragen oder Anregungen könnt ihr ja gerne in den Kommentaren wieder reinschreiben, ja. Was euch für Themen interessieren oder wo ihr gerne mal einen Beitrag drüber hättet. Die beiden machen das ganz toll, die melden sich dann wieder bei mir an und dann reden wir drüber und dann können wir auch spezielle Fragen, die dort sind, auch wieder beantworten, oder? Und das nächste Mal ist er auch nicht krank. Ja. Hoffe ich. Ich auch. Ich hoffe, ich bin's morgen nicht. Jo, tschüss. Ciao.